Willkommen in der Welt der Farben und alles, was du über Bodypainting wissen solltest. Ich bin Shisha Rainbow und ich erkläre dir jetzt alles Wichtige zur Cremeschminke. Erstmal vorweg, die Cremeschminke oder auch Aqua Cream genannt, ist eine Sonderform der Schminke. Sie ist ein Mix aus Wasserschminke und Fettschminke und vereint somit auch Vorteile und Nachteile dieser beiden Arten. Die Schminke kommt in zwei verschiedenen Formen, entweder in kleinen oder größeren Tuben oder in kleineren oder größeren Pumpflaschen. Je nachdem, was für euch praktischer ist, ich bevorzuge die Pumpflaschen. Die Werkzeuge, die ihr für diese Art von Make-up verwenden könnt, sind relativ variabel. Also von verschiedenen Pinseln über große Pinsel oder über Latexschwämme oder Gummischwämme ist eigentlich alles möglich, je nachdem, was für euer Anwendungsgebiet am besten geeignet ist. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Hier muss ich anmerken, dass ich, bevor ich dieses Tutorial gemacht habe, selbst nicht wusste, dass es so viele sind und ich mich jetzt im Nachhinein frage, wieso ich eigentlich nicht komplett auf diese Art von Farbe umsteige, weil sie eigentlich so viele Vorteile bietet, auch wenn sie so unbekannt ist. Hier ist auch wieder der große Vorteil, dass sich die Farben sehr einfach großflächig auftragen lassen. Durch den Fettanteil in der Schminke ist sie besser schweißresistent als Wasserschminke. Das Ganze sollte man aber nicht zu sehr ausreizen, da durch den Wasseranteil in der Farbe das Ganze auch wasserlöslich ist, was bei der Reinigung vom großen Vorteil ist. Im Gegensatz zu Fettschminke ist das Ganze also somit auch großflächig anwendbar und wieder leicht zu entfernen und macht das Leben etwas leichter. Das Gute an dieser Schminke ist, dass sie nicht ganz so leicht auf der Haut liegt wie Wasserschminke und nicht ganz so schwer wie Fettschminke. Für mich ist das ein super angenehmes Tragegefühl. Ich wurde mal gefragt, was man machen soll, wenn man einen Charakter darstellen soll mit Bodypainting, der behaart ist. Weil das Problem bei üblichen Bodypaintings ist, dass die Haare mit eingekleistert werden und man sehr sieht, dass dann geschminkt wurde. Hier ist zum Beispiel das praktisch bei der Cremeschminke, dass man die einzelnen Haare, zum Beispiel auf dem Arm, super herausarbeiten kann, während die Farbe glatt auf der Haut liegt. Die Farben sind wie Wasserschminke auch für filigrane Arbeiten geeignet. Ebenso kann man die Farben, wenn sie genügend angetrocknet sind, auch wenn sie nicht ganz durchtrocknen, aufeinander schichten. Die Farben kann man deckend oder semideckend auftragen, je nachdem wie schnell man arbeitet und wie weit man die Farbe auf dem Körper verteilt. Wie auch bei der Wasserschminke sind die Farben untereinander mischbar. Und wenn man etwas Foundation hinzugibt, kann man auch hier wieder Pastelltöne erstellen. Durch diese cremige Konsistenz zieht die Farbe ein wenig in die Haut ein, trocknet dabei aber nicht vollkommen aus. Dadurch hat man eher das Gefühl, dass die Haut gepflegt wird und auch das Problem, dass die Farbe bröckeln könnte, hat man hier nicht. Ebenso kann man mit dieser Farbe auch Fehler leicht korrigieren, zumindest so lange, wie die Farbe für ihre Verhältnisse noch nicht durchgetrocknet ist. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Dadurch, dass die Farbe aus einer cremigen Konsistenz ist, hat man nur einen gewissen Zeitraum, um die Farbe zu verarbeiten, bevor sie auf der Haut angetrocknet ist. Danach sitzt sie eher sehr dick cremig an ihrem Platz und lässt sich schwieriger verarbeiten, beziehungsweise Farbverläufe sind ab diesem Stadium eigentlich so gut wie gar nicht mehr möglich. Farbverläufe sind mit der Farbe zwar auch möglich, allerdings wesentlich schwieriger als bei Fettschminke oder Wasserschminke alleine. Generell ist die Arbeitsweise am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sich halt mehr beeilen muss und gezielter auf sein Ergebnis zuarbeiten muss. Das größte Manko der Cremeschminke ist, dass sie wie die Fettschminke halt abgepudert werden muss aufgrund ihres Fettanteils, weil sie sonst überall abfärbt. Des Weiteren ist dadurch der Metallic-Effekt bei bestimmten Farben einfach nicht mehr gegeben und macht auch keinen Sinn. Den Anwendungsbereich zu definieren fällt mir hier sehr schwer, weil es eine Spezialfarbe ist. Also ich würde Cremeschminke in allen Fällen auf jeden Fall empfehlen. Sie ist super für große Flächen geeignet, lässt sich sauber auswaschen und vor allen Dingen ist sie auch leicht zu handhaben. Generell bedarf sie halt ein bisschen mehr Übung als Fettschminke oder auch Wasserschminke, aber ich denke, am Ende lohnt es sich für das Projekt. Und ja, generell würde ich euch einfach empfehlen, schaut, was für euer Projekt am besten geeignet ist. Also klickt euch durch, schaut euch die Alkoholschminke an, die Wasserschminke und auch die Fettschminke und entscheidet dann, was am besten geeignet ist. Wenn euch also dieses Video gefallen hat und informativ war, freue ich mich über einen Daumen hoch und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns wieder, denn ihr habt bestimmt meinen Channel abonniert. Cheerio!